Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wundervollen Dienstagmorgen. Heute ist der 2.11.2021 und wir haben heute ein Geburtstagskind. Ein ganz lieber Freund aus früheren Tagen hat sich nach 20 Jahren des, sag mal, aus den Augenverlierens unserer Wege, er hat eine Familie gegründet, wieder zu mir gefunden, wir haben zueinander wiedergefunden und ich möchte dir, lieber Werner, heute ganz ausdrücklich zu deinem 27. oder das ist der 28. Geburtstag ungefähr in der Gegend gratulieren und ich wünsche dir ein großartiges Lebensjahr und ich kann dir garantieren, dieses Jahr wird wahrscheinlich das Interessanteste deines Lebens werden, weil wir machen jetzt etwas, wir gehen jetzt in die Umsetzung. Wir haben vor uns die Konjunktion zwischen Mond und Merkur. Das heißt, hier spricht man wieder miteinander. Sehr, sehr angenehm im fünften Haus. Mond als Herrscher des ersten Hauses und Merkur als Herrscher des vierten, aber auch zwölften Hauses. Verspricht ein interessantes Monatshoroskop zu werden, aber ich weiß Gott jetzt nicht wie aufregend. Aber ich würde sagen, von der Grundenergie sehr, sehr positiv, sehr schön und sehr harmonisch. Bei den Zahlen hapert es mit der Harmonie ein bisschen, also da kann man noch nachschärfen. Aber ihr wisst ja, wir müssen die Zahlen so nehmen, wie sie kommen. Und ja, beginnen wir gleich mal bei der 3. Der 14 geht es weiter, an zweiter Stelle, also es dreht sich hier alles um die 14. Dann die doppelte 16, die 18, die 19 und daraus resultieren die 10 und die 1. Ja, die 3 ist eine uranische Zahl. Und wo ist der Uranus in diesem Horoskop zu finden? Naja, muss man nicht lange suchen. Wir haben hier den Aspekt auf Uranusgraden. Uranusgrade gehen von 25 bis 27 Grad 30 Minuten. Also da ist der Uranus und die 3 auch schon vorhanden. Das ist die große Chance. Das ist sozusagen die weibliche Schaffenskraft. Ja? Und zwar aus der Ruhe heraus. Aus der Ruhe kommt alles von selbst. Und ich glaube, diese Kraft können wir die nächsten Wochen durchaus für unsere Zwecke nutzen. Ich habe mir gedacht, wir machen jetzt zur Devise, anstelle zu warten, was die Statanisten so für uns vorhaben, gehen wir selber in die Schöpfung, in die Kreation und fahren ihnen ein wenig in die Parade. Tja, dumm gelaufen, Freunde. Selber schuld, kein Mitleid. An zweiter Stelle, wo ist sie? Ja, Moment, da ganz klein, links unten die 14. Sehr vorsichtig, sehr bescheiden, sehr zurückhaltend, aber auch sehr, sehr stur. Man arbeitet schon an einem langen, gehegten Thema. Es geht hier natürlich auch um Fleiß, Angepasstheit, Entschuldigung, um Gelassenheit. Ja. Ich finde es eine großartige Zahl. Die 14 ist etwas Wundervolles. Hier Bungee-Jumping ohne Seil. Die doppelte 16, natürlich geht hier etwas zu Ende, natürlich, ich meine, sie haben ja auch kräftigst an ihrem eigenen Ast gesägt und sie haben gehofft, dass wir herunterfallen, aber dabei sind sie es selber, die sich sozusagen entsorgen. Uns kann es recht sein, natürlich wird es für uns auch zu Einschnitten kommen, na, gehört dazu, ich meine, wir haben gelernt, Verzicht ist, muss ja nicht negativ sein. Verzicht kann auch etwas sehr Bereicherndes sein, etwas sehr Interessantes. Und natürlich, ja, ich fühle mich wohl dabei. Ich meine, jeder normal fühlende Mensch ist in Zeiten der Verschwendung unglücklich gewesen. Ich war immer wieder fassungslos, was alles weggeworfen wurde. Und ja, dazu möchte ich nicht allzu viel sagen, aber ihr habt das ja selber auch in den letzten Jahren schmerzvoll miterleben dürfen. An vorletzter Stelle haben wir die 18. Die 18, hier geht es um die Beendigung des Karmas und es geht auch darum, dass dieses Spiel Täuschen und getäuscht werden zu Ende geht. Kann natürlich auch mit gewissen Schicksalsschlägen, karmischen Ausschlägen, Anschlägen, Einschlägen, Umschlägen zusammenhängen, aber letztendlich geht es jetzt darum, dass sich die Nebel lichten und dass wir wieder sozusagen den klaren Blick für das Ganze bekommen und erkennen, ja, es war ein Betrugssystem, in dem wir lange hinein manipuliert wurden. Der Zeitraum währt, glaube ich, schon einige Jahrtausende. Die 19 als letzte Zahl ist eine großartige Schutzzahl. Ja, ich habe die Sonne hier wunderbar dargestellt, wie sie am Himmel leider nur noch selten zu sehen ist, weil sie so
umsprüht wurde und man den Eindruck hat, dass indirektes Licht aus allen Richtungen kommt. Ja, das ist beim Autofahren unangenehm. Früher kam die Sonne noch von einer Richtung, jetzt hat man das Gefühl, sie kommt von vorn, von links, von rechts, von allen Richtungen. Daraus resultierend aus der 19 haben wir natürlich die 10. Die 10 ist einerseits eine Schutzzahl, steht aber auch für Alpha und Omega, Anfang und Ende. Und hier kommt es dann auch zu raschen Veränderungen. Und die 1 gibt ganz klar zu erkennen den Neubeginn. Also auch hier zeigt dieses Horoskop in weiterer Folge auf einen Neubeginn. Und naja, wir werden herausfinden, worin der liegt. Hoffe ich halt. Die 1 steht natürlich für Pluto und das ist ein starker Zeugungsimpuls, auch wenn Pluto sozusagen in gewissermaßen sehr unbewusst ist. Aber es ist ein kollektives Phänomen und diese Kraft nutzen wir jetzt. Weiter zum zweiten Teil. Ende.